Hallo Leute, herzlich willkommen zum allerersten Part Yu-Gi-Oh! Death Pro. Ja, ich fange jetzt auch mit Yu-Gi-Oh! An, weil ich bin eigentlich ein großer Yu-Gi-Oh! Freund und ich weiß nicht, ich dachte mir, kann man eigentlich auch aufnehmen, ne? Wenn ich schon hier die ganze Zeit so sitze und das aufnehme, dann mir, ja, kannst du es eigentlich ja direkt auch aufnehmen, ne? Ich meine, wer hindert dich daran? Und ja, ich werde es ab und zu. Okay, Cosmo, was sind diese Cosmo-Decks? Ich werde des Öfteren jetzt Yu-Gi-Oh! Bringen, öfters mal auch mit anderen. Und ja, du kannst diese Karte verwandeln, beschwören, wenn man der Stufe 2 oder höher spielt. Naja, ah, du hast das beschwören. Das ist aber nicht schlimm, das juckt mich eigentlich nicht. Können es halt gleich wieder vernichten. Ja, nein, möchte ich eigentlich noch nicht vernichten. Weil sonst können wir es ja nicht spezial beschwören. Das Deck hier ist ein bisschen um Rotdrachen, Erzunterwäldler, Scarlight heißt der, glaube ich. Beschworen ist auch also ein Jack Atlas Deck. Ich bin großer Jack Atlas Freund, ne? Wer es noch nicht wusste. Und ja. Ich werde manchmal halt nichts sagen. Das kann schon gut passieren. Weil ich mich halt manchmal ein bisschen nochmal die Karten anschauen muss vom Gegner. Ich kenne mich halt nicht perfekt aus. Was kannst du? Oh. Verdammt, hätte ich jetzt Freigrube gesetzt gehabt. Genau das ist mein Problem. Was? Was ist mein... Ach so, ich kann den Effekt aktivieren. Ja, nice. Geh mal sterben. Sehr schön. Okay, sind zwar beide weg, aber was soll's. Ja, das ist mein Problem. Ich setze die Karten zu spät oder zu früh. Ich muss da noch wirklich reinkommen. Deshalb dachte ich mir so als Projekt, ja, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil ich meine, da ich lerne ich auch ein bisschen besser. Hm, denke ich. Und ja. Ich wollte schon eigentlich. Ich wollte ja schon mal anfangen, da war ich aber noch so scheiße. Nein, das ist scheiße. Bodenlose Fallgrube wäre jetzt nämlich noch ganz nice gewesen. Wir haben aber noch zur Not 3 Geki, also ist das nicht so schlimm. Ist aber trotzdem doof, ne? Und jetzt wird, dass ich auch noch ein Spielfeldzauber. Das ist sehr schlecht. Spielfeldzauber sind meistens nicht gut. Was machst denn du? Einmal pro Spielzug. Du kannst einer deiner verbannten Cosmo Manzerbein gibt es auf die Hand zurück. Und falls du es verlierst, du LP in Höhe seiner Grundstufe mal 100. Okay. Ich fände es jetzt gut, wenn ich irgendwas beschwören könnte, womit ich... Ja, wir können es halt alles vernichten, noch zur Not. Aber ich bräuchte noch... Macht sich halt gerade so viel selber da Schaden. Wir haben noch Raigeki da, das ist ziemlich gut. Ich bräuchte einen Empfänger. Empfänger wäre ganz geil. Ich spiele übrigens sehr gerne Synchro, ne? Xyz und Synchro ist das, was ich spiele. Fusion spiele ich kaum, Ritual auch. Haben wir noch irgendwas, was ich gerne spiele? Pendulum spiele ich eigentlich kaum, weil ich weiß nicht, ich bin kein Freund von Pendulum. Weil das ist, ich finde das manchmal irgendwie komisch. Lass mich mit Pendulum in Ruhe, danke. Ich finde es schön, wie er sich gerade immer wieder selber Schaden macht. Das ist schon ziemlich nice. Cosmo Dunkelzerstörer. Okay, wir werden Raigeki im nächsten Zug noch nicht aktivieren, weil ich erst möchte, dass dieses Cosmo-Ding da zerstört wird. Wir kriegen gerade ein bisschen viel Damage. Das ist nicht gut. Aber wir haben noch Raigeki dahinter. Das ist immer gut. Raigeki ist mit meine Lieblingszauberkarte. Ich meine, ist ja irgendwo auch logisch, ne? Ich meine, ist Raigeki. Und da kommt Cosmo Gleitflieger. Das ist auch nicht gut. Was macht denn der? Weil kannst du opfern, um noch irgendeine Karte holen? Ja, wahrscheinlich. Wir haben gerade eigentlich relativ schnuppe. Er kann noch. Er ist noch in seiner Battle. Oh fuck, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er noch in seiner Battle Phase ist. Ist auch wieder gut. Wenn der jetzt noch. Der kann noch angreifen. Nein, bitte nicht. Nein, der kann aber jetzt nicht noch angreifen. Nein. Der kann aber jetzt nicht noch angreifen. Er kann noch angreifen. Ja, damit ist das ein GG, ne? Oh man, wir hätten ihn mit 3 Geki besiegen können. Und dann wäre das weg gewesen. Ja, der erste Kampf lief schon mal überhaupt nicht so, wie ich das möchte. Aber naja. Wir sehen uns gleich im nächsten Kampf wieder. Drei, zwei, eins. So, da sind wir auch schon wieder. Wir kämpfen immer noch gegen denselben. Ich habe wieder mein Root-Deck dabei, um Rotdrachen, Erzunterwäldler, Scarlight. Möchte ich anfangen oder Gegner? Der Gegner sollte anfangen. Das ist meistens besser. Oh, sehr schön. Wir haben die Vizedrache-Finster-Resonator-Kombination.
Das ist sehr geil. Meine Hand beschwören. Okay, das könnten wir zur Not als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist gut. Haben wir das? Ich glaube, ich habe keine Stufe 9 Synchromonster, ne? Das sind schon wieder zwei verdeckte Karten, die mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, ich komme mit diesen Cosmo-Decks nicht klar. Ich habe schon mal gegen Cosmo gekämpft. Dann habe ich auch schön abgekackt. Ah, na, nicht schon wieder. Ich nehme diesmal die Mitte. Was sind jetzt im Friedhof? Ich glaube, er hat seine 3000er. Seine 3000er-Karte ist. Hat er ge ja, er hat seine 3000er-Karte bekommen. Aber wir beschwören jetzt erstmal im Spezialbeschwörung den Vizedrachen. Und können jetzt. Macht keinen Dreck, ne? Wir setzen mal die Karten hier. Können mir vorstellen, dass er nämlich wieder ein Twister da liegen hat. Beschwören jetzt finsterer Resonator. Ja. Können jetzt glühender Rotdrachen jetzt unter Weltleuchten. Ich nenne ihn halt immer Scarlight, weil er auf Englisch so heißt. Sehr schön. So. Wir könnten ihn auch zur Not mit Ruf der Gejagten wiederholen. Das fand ich jetzt nicht nett. Battle Phase. Main Phase. End Phase. Okay. Wir könnten ihn aber immer noch mit Ruf der Gejagten zurückholen. Von dem her ist es gar nicht mal so schlimm. Und vor allem Rotdrachen Erzunterwettler hat auch noch den Vorteil, dass er Monster, die in Spezialbeschwörungen berufen wurde. Hätte ich eigentlich nicht den Effekt hier davor aktivieren können? Fällt mir so auf. Von Rote Wache. Rote Wache kann man ja auf dem Friedhof leben. Dadurch können sie nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Was ist denn das jetzt? Cosmo Wegbereiter. Was ist das? Wähle eine Cosmo-Konserve, zerstörst und was ist das? Wenn er eine Karte. Nein! Als ob er auch noch das Glück hat und die richtige Karte wählt. Bitch, please. Das ist schon irgendwo. Okay, er hätte das damit auch vernichten können. Oh Mann! Der nimmt mich auseinander. Ich mag den Gegner nicht. Der nimmt mich zu stark auseinander. Scheiß Cosmo. Ich mag Cosmo nicht. Cosmo ist kacke. Mach Cosmo weg. Ah, danach werde ich auf jeden Fall nach noch einen Gegner suchen. Ich finde es aber schön, er macht sich immer wieder selbst Damage. Ja, aber dafür kann er halt total viel rufen, ne? Ich muss mir mal das Cosmo-Deck auch anschauen. Das schaut gar nicht so scheiße aus. Er kann halt jetzt total viel beschwören, mich dann einfach mit einer Welle von Angriffen besiegen. Solange wir jetzt nicht irgendwas Nützliches ziehen. Wie heißt das? Vizedrache oder das Sonnenwindschiff. Wodurch wir dann mit Rote Nova halt dingsen können. Eine Synchro-Beschwörung raushauen können. Dann den roten Wyvern-Drachen oder so heißt der, glaube ich. Sehr schön. Wollo spielt Garry's Mod. Dankeschön. Das musste jetzt in die Aufnahme rein. War jetzt wichtig. Und die uns hat gerade enormen Damage, ne? Das ist nicht gut. Ist nicht gut, hör auf, stop that shit, stop that shit. Ich hoffe, wir haben noch einen, ich glaube, wir haben noch einen Zug, ne? Jetzt brauchen wir jetzt wirklich einfach komplettes Glück. Wir brauchen jetzt den Vizedrachen oder. Außer er beschwört jetzt wieder irgendwas. Ja, nein, wir haben verloren. Das ist voll die krasse Kombo, die er hat, dass er immer in der Battle Phase total viel beschwören kann. Das ist echt krass, abbrechen, nein. Duell beendet. So, da sind wir wieder. Ich nehme meistens hier Hand bei dem Ding, weil meistens wird eigentlich die Faust genommen, also Stein. Ich nehme immer Papier. Ich bin nämlich ein Papierfreund. Rettet die Bäume! Oder sowas. Ja, und ich verliere. Erstes. Mit dem Deck würde ich eigentlich immer gerne, dass der Gegner anfängt, aber ich glaube, jetzt muss ich anfangen, ne? Ja. Wir können nichts so beschweren, wie ich es möchte, ne? Das heißt, wir werden höchstwahrscheinlich Zwilling. Ja, oder den. Ja, setzen wir den am besten im Verteidigungsmodus einfach. Das ist das Beste, was ich machen kann. Das ist momentan das Beste, was ich machen kann. Müsste ich Raumtaifun vielleicht noch setzen. Das war's. Es ist keine gute Anfangshand. Weil eigentlich, ich hatte Zwillingsschwertplünderer nur drin, weil es gab irgendein Rotmonster, mit dem man ein Kriegermonster rufen musste, aber das musste 1500 oder weniger haben. Macht das weg, macht das weg. Ich hoffe, das wird jetzt weggemacht. Da bin ich auch immer noch ein bisschen verwirrt manchmal.
ob dann die Fusion noch aktiviert wird oder nicht. Da ich gerade warten muss, sieht es mir sehr danach aus, als würde die Fusion noch aktiviert werden. Oder auch nicht. Lunalicht-Tiger. Lunalicht-Katzentänzerin. Ja, genau das ist mein Problem. Manchmal weiß ich nie, ob das dann aktiviert wird oder nicht. Battleface. Das ist übrigens das von Agvi, von dem ein Girl da. Jetzt habe ich gerade 100. Was? Kann sein, dass du nicht mal für den Nest ist, über die das erste Mal, dass ich keinem zerstört wird. Nicht zerstört, sozusagen. Ich kann diese. Aha, okay. Spiegelkraft ist gut. Das heißt, wir beschwören jetzt Zwillingsschwertplünderer im Angriffsmodus. Und denken uns YOLO. Das Problem ist, wenn man halt das Ding so setzt, ist es halt irgendwas obvious, dass hier irgendeine Karte sein muss, womit der Typ das nicht zerstören kann, weil sonst setzt man so einen Trick eher im Verteidigungsmodus. Hätte ich auch eigentlich machen sollen, ne? Wäre klüger gewesen. Aber so kann ich halt ein bisschen auch den Angriff provozieren. Das sind halt mal wieder so ein bisschen die Mindgames. Übrigens finde ich die Karte richtig geil aus, das Bild drauf. Hier, das ist nicht so, aber das schaut von der Grafik her ziemlich schön gemacht aus. Ich hoffe, er hat jetzt keinen Twister oder mystischen Raumtyphon. Das könnte nämlich jetzt doch ein bisschen Ärger machen. Dann könnte ich nämlich im nächsten Zug hier meinen Erschöpfungsresonator beschwören. Aha, okay. Mir einen Drachen holen. Entweder den schwarzen Rosendrachen Mondlicht oder sowas gab es. Und den normalen schwarzen Rosendrachen habe ich noch drin. Und den Glasflügel-Synchro-Drachen. Beides wäre relativ gut. Denn mit dem einen kann ich halt Spezialeffekte zerstören. Mit dem anderen kann ich einfach jede Karte auf dem Feld zerstören. Und mit dem anderen kann ich Spezialbeschwörungen verhindern. Also, das ist eigentlich. Ja, jeder hat einen Vorteil da drin. Jedes hat einen Vorteil. Ist halt für situationsabhängige Situationen gemacht. Für situationsabhängige Situationen, wo habe ich das reingepackt? Richtig. Weil zum Weiteren, wenn ihr irgendwelche Tipps habt oder Verbesserungsvorschläge, könnt ihr mir die gerne in die Kommis schreiben, weil ich bin jetzt nicht der Erfahrenste hier in Yu-Gi-Oh! Und erwartet hier mal nicht zu viel von mir, ne? Ich bin, auf einer Skala von 1 bis 10, würde ich sagen, wäre ich eine solide 3. Als mehr würde ich mich nicht einschätzen. Bis jetzt zumindest. Deshalb möchte ich das auch gerne als LP machen, weil das dann eigentlich ganz geil ist und dann wird alles besser. Spiegelkraft, geh mal weg. Geh mal weg mit deiner Mondlichttänzerin, Lunalichttänzerin, so. Ja, wir haben mal mit 100 Schaden genommen, ne? Aber sie hat, glaube ich, noch gar nichts beschwört. Er oder sie. Keine Ahnung, Zombie. Er hat noch nichts beschwört, sie hat noch nichts beschwört, was auch immer du für ein Geschlecht hast. Oh, sehr schön, wir haben sogar den Flammenresonator gezogen. Das ist sogar noch besser. Weil damit. Was? Ah, jetzt. Boah, ich wollte schon sagen, wieso kann ich jetzt keine Synchro rausholen? Ich würde sagen, wir gehen in Glasflügel-Synchro-Drache, oder? Diese verdeckte Karte macht mich noch ein bisschen kirre. Diese Karte Synchro. Okay, nee, das bringt mir nicht so viel. Schwarzer Rosen-Mondlichtdrache würde halt Spezialbeschwörungen verhindern. Und dadurch würde ich halt ihre Fusionsbeschwörungen verhindern, ne? Ich glaube sogar, der Mondlichtdrache ist hier am besten. Der hat ja dann auch 2700 Angriffspunkten, dank unserem Resonator. Was ziemlich gut ist. Kann man nichts dagegen sagen, wie ich finde. Ja, wehe, du machst jetzt irgendwas, dass es weggeht, ne? Dann können wir ihn jetzt nochmal guten Schaden drücken und wir können Spezialbeschwörungen verhindern. Mir würde jetzt auch kein Lunalichtmonster einfallen, das von selbst mehr als 2700 Angriffspunkte hätte. Ich verfolge ja schließlich auch den Anime. Also weiß ich nicht. Und wie lange die Parts hier immer werden, das weiß ich auch nicht. Das werde ich wahrscheinlich spontan machen, wie ich halt gerade Lust habe, wie ich gerade zerfetzt werde oder nicht zerfetzt werde. Das entscheidet sich dann. Nein! Ich hab's mir halt schon gedacht, ne? Ich habe überlegt halt, ob ich den Schwarzen Rosenrach rufe, um diese verdeckte Karte einfach wegzumachen, einfach zu zerstören. Mann!
So, was machst du jetzt? Mal wieder eine Fusion. Wer hätte es denn auch gedacht, ne? Schon wieder Lunarlichkeit-Intensorin. Ja. Schon wieder die. Da wäre jetzt natürlich mein Mondlichtdrache ziemlich nice gewesen. Ja, jetzt greif halt an. Mach doch. Ah. Ich fände es jetzt ganz gut, wenn ich Vizedrache oder Sonnenwind ziehe. Schon wieder? Euer Ernst? Ja, ich kann sie halt nur in Death setzen. Und dann kann ich hier mit Resonator-Maschine was machen. Ja, damit kann ich zwei Resonator-Monster in meinem Friedhof erwähnen. Füge deiner Hand ein Monster der Stufe 4 von deinem Hand hinzu. Und falls du dies tust, lege die gewählten Ziele ins Deck zurück. Dadurch wiederum können wir nämlich uns Roter Renner holen. Roter Renner hat wiederum den Spezialeffekt, dass wir ein Monster der Stufe 3 oder niedriger als Spezialbeschwörung aufs Feld beschwören können. Somit können wir Schöpfungsresonator beschwören, was mir gerade auffällt, dass ich eigentlich hätte Schöpfungsresonator hier hinsetzen sollen, sodass wir mit Flammenresonator eigentlich die Synchro-Beschwörung hätten machen sollen, sodass unser Synchro-Monster nochmal 300 Angriffspunkte hinzukriegen können. Ja, das war doof, aber es ist halt jetzt nun mal so. Vielleicht haben wir ja auch Glück und ziehen ihn danach, ich weiß es nicht. Ist halt jetzt ein bisschen doof. Wir können halt dann einfach Schwarze Rosendrache rufen und alles zerstören auf dem Feld. Das ist ganz praktisch. So, unser Zug. Was ziehen wir? Wir ziehen den Vizedrachen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Den Spezial beschwören wir einfach mal in Defense-Mode. Was ist denn das? Wenn diese Karte aktiviert, du kannst deine Hand einmal so beim Feuermonster. Denke ich. Okay, ich glaube, das sollte nicht wichtig für uns sein. Dann können wir jetzt. Ja, überleg halt. Ist eh noch als Spezialbeschwörung beschworen, also ist mir egal. Was du jetzt da überlegst. Ja, danke. Dann können wir jetzt unsere Resonatormaschine aktivieren, zwei Resonatoren auswählen. Diese kommen dann wieder in unser Deck hinein. Und wir beschwören. Warte mal, können wir vielleicht irgendwas taktisch clever beschwören? Ne, wir haben hier eh nur Stufe 4 Monster. Dann ist Roter Renner hier unser Monster, das wir ziehen möchten. Wir gehen in die Beschwörung. Stimmt. Wir können Rotdrachen, Erzunterwäldler. Verdammt, mir fällt der Name nicht ein. Nicht brennender. Leuchtner? Nein. Keine Ahnung. Weiß ich jetzt nicht. Damit können wir jetzt halt den Spezial. Wieso kann ich den Effekt nicht aktivieren? Wieso kann ich den Effekt nicht aktivieren? Hä? Hallo? What the fuck? Hey, da stand doch nirgends irgendwas von Effekten. Kannst du irgendwas? Für den Rest ist das erste Mal. Hä? Wieso kann ich jetzt den Effekt nicht aktivieren? Wenn diese Karte jetzt normal oder Spezialbeschwörung wird. Solange du keine anderen Monster. Bitte schlag mich. Bitte schlag mich einfach. Ich habe dieses Match gerade nicht durch diesen Zug weggeworfen. Oh, ich hasse mich selber manchmal. Es war halt einfach so dumm. Ich hätte ihn halt einfach beschwören können. Da hätten wir Rotdrachen-Erzunterwäldler gehabt. Das wäre ein Spezialmonster geworden. Der Effekt hätte es zerstört. Und wir hätten ihm Damage stehen können. Das war mal wieder dumm wie Sau. Jetzt muss ich auch noch husten. Ich wäre ja gar nicht mal so scheiße, wenn nicht so eine Scheiße kommt, ne? Wenn nicht eben sowas wie jetzt gerade kommt. Ich habe hier ein Monster, mit dem ich eine Synchro-Beschwörung aushauen könnte. Mit dem Drecksviech kann es auch noch alles angreifen. Das heißt, brauchen jetzt eigentlich wieder Glück, dass wir Vizedrache oder sowas kriegen oder Sonnenwind, irgendwas. Mann, ey. Das pisst mich jetzt schon wieder an, nicht? Hey, oder doch nicht? Lol. Okay, dann wird es halt doch nicht beschworen, lol. Dann aktiviere ich mal das hier. Hä? Was?
Du kannst ein anderes. Ach so, dafür muss ich ein anderes als Tribut anbieten. Oh Gott sei Dank. Was überlegst du jetzt so lang? Du kannst sie ruhig zerstören, wenn du möchtest. Habe ich kein Problem mit. Damit zeigst du mir nämlich, was das für eine Karte ist, und damit weiß ich, dass kein beschissenes Spiegelkraft ist. Gut. Ja, dann würde ich nämlich rote Resonat. Warte, wir. Boah, wir können jetzt eine krasse Kombi raushauen. Die machen wir jetzt auch. Wir rufen roter Resonator. So. Wir aktivieren roter Resonator Spezialeffekt. Können so mit Schöpfungsresonator. Ja, damit kannst du eine Karte ziehen, ist mir gerade egal. Können uns so mit Schöpfungsresonator rufen. Gut. Als nächstes rufen wir unseren Rotdrachen. Hier einmal mit Schöpfungsresonator und einmal hiermit. Rufen ihn als Spezialbeschwörung. Können somit den Spezialeffekt aktivieren. Achso, damit zerstören wir alle. Oh, das habe ich gar nicht geschaut. Was man jetzt. Ist aber nicht schlimm. Ich hätte nämlich ansonsten, wo ist er denn? Hier, glühender Rotdrachen, Erzunterwälter, Bann. Was? Oh verdammt, damit hätten wir halt eine noch krassere Kombi raushauen können. Wer es sich gerade durchgelesen hat, ich war nämlich gerade kurz still, weil ich es durchgelesen habe. Damit hätten wir endlich die krasse Kombi raushauen können. Naja, was. Aber bevor dieses Luna-Ding irgendwas macht, ne? Das hätte uns halt auch nochmal auf die Eier gehen können. Ah, aber wir hätten Dings rufen können. Wir hätten glühender Rotdrachenherz und Torwäldler König Elend rufen können. Verdammt, noch eins. Wir hätten. Oh. Ich habe schon wieder nicht nachgedacht. Wenn deine Mailfans. Du kannst ein anderes Luna nicht mal für den Rest dieses Spiels, so wie diesmal ist dein Gegner kontrolliert, das erstmal. Ja, aber du hast doch nicht genug Angriffspunkte. Was willst du jetzt? Was willst du jetzt machen? Ich verstehe diesen Zug gerade nicht. Ich hätte übrigens gerne wieder einen roten Resonator, dankeschön. Ja, ich warte. Okay, du kannst es doch etwas opfern. Du machst jetzt aber hier keine Pendelbeschwörung, oder? Nee, machst du nicht. Was willst du jetzt machen? Ich verstehe es nicht. Was möchte sie machen? Mhm. Okay, uns hätte die Spezialbeschwörung von davor auch nichts gebracht. Fucking Lunalichtmonster. Und 3G. Okay, damit, meine Freunde, war's für diesen Part. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir haben rosige 3 Niederlagen hingenommen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.